Über diese Promi-Liebe freut sich auch Dieter Bohlen, 65. Am Wochenende überraschte Jennifer Lopez, 49, ihre Fans mit einer romantischen Neuigkeit: sie und ihr Partner Alex Rodriguez, 43, sind verlobt. Im Urlaub hielt der ehemalige Footballspieler um die Hand der Sängerin an. Nicht nur Lot. Blues-Follower gratulierten ihr daraufhin im Netz, auch der Pop-Titan ließ es sich jetzt nicht nehmen, der Chartstürmerin viel Glück für die Zukunft zu wünschen. Auf seinem Instagram-Kanal postete Dieter nun ein gemeinsames Foto mit Jennifer. Alles Gute zur Verlobung meiner Jurykollegin, richtete er rührende Worte an die Musikerin. Tatsächlich sind die beiden in gewisser Art und Weise Kollegen, während der 65-Jährige seit der ersten Folge von Deutschland sucht den Superstar in der Jury sitzt, übernahm Lot. Blue in der US-amerikanischen Variante der Castingshow für einige Zeit die Rolle der Gesangsexpertin. Zwischen 2011 und 2015 bewertete sie in 4 Staffeln die Kandidaten von American Idol. Bereits 2011 stellte sich heraus, dass Dieter und Jennifer ein freundschaftliches Verhältnis pflegen. Der Produzent hatte ihr damals einen großen Erfolg mit ihrem Song On the Floor prognostiziert. Tatsächlich kletterte der Titel wenig später an die Spitze der deutschen Charts. Lo ließ es sich daher nicht nehmen, sich per Live-Übertragung ins DSDS-Studio zu schalten. Hallo Dieter. Vielen Dank für die Unterstützung meiner neuen Single. Du hast gesagt, ich würde es damit in Deutschland auf den ersten Platz schaffen und du hattest recht, bedankte sie sich vor laufenden Kameras bei dem Songwriter.